richtig tot. Das da, das Holz. Das Holz ist voll. Krass. Da brauchen wir das verbesserte Messer. Ein Lagerfeuer. Na, oh ja. Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Ah ja, da können wir es endlich im Bogen. Damit habe ich nicht gerechnet. Glaube ich, aufs Letzte bringen. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, nicht, okay. Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Ich wollte mich nicht einmischen. Aber Trinity ist hier. Warum schlagt er was dann vor, jetzt ohne Scheiß? Was? Ach, deshalb die Pistole. Hallo, Herr Höhlenfrau. Ich glaube, da steht er. Herr Höhlenfrau? Was ist denn das? Naja, das ist ein Schaf, was gegrillt haben. Das hat sich ausgeschaut wie ein Hund. Nein, da gibt es keine Hunde. Ja. Alles voll. Ich kann nicht bist mehr tragen. Du hier, um der Hektik der Stadt zu entfliehen? Sie wird jeden Tag lauter und überfüllter. Die Menschen verändern sich auch. Sie wollen immer mehr. Ob Essen, Kleidung oder Schmuck. Ihre Blicke durchstreifen die Häuser ihrer Nachbarn und begehren, was sie sehen. Niemand scheint mehr mit dem zufrieden zu sein, was er hat. Das ist einfach zu viel. Manchmal möchte ich mich fortschleichen. Einfach in ein Boot steigen und den Fluss hinaufpaddeln. Ich würde es tun, aber ich kenne nur diesen Ort. Das wäre eine große Entscheidung. Ich muss wohl noch weiter darüber nachdenken. Danke fürs Zuhören. Eine Wolke hat sich schon verzogen. Ja, ist egal. Nett erwischt. Langknackst, stört mich nicht. Maletile Habob Lechelo. Ja, genau, Hachikaka. Hello. Cookie Messer. Den können wir noch. Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Jemand sollte was dagegen tun. Ja, lasst keine Fremden in euer Land. Damals ist auch wie heute. Die Leute wundern sich alle, dass die Urkrankheiten kriegen. Wenn Personen zusammenkommen, die 8000 Kilometer separiert sind. Und Attentaten passieren. Und jeder von den Leuten hat eigene Krankheiten, die anderen nicht kennen, dann stirbt man halt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wir brauchen unbedingt größere Taschen. Der Legende nach bewacht der Ring der Sieben großen Reichtum. Aber ich habe überall gesucht und konnte ihn trotzdem noch nicht finden. Das ergibt keinen Sinn. Wozu die Mühe, sich ein Rätsel auszudenken, wenn am Ende nichts rauskommt? Hüpter. Aha. Die Frage ist, wo sind wir? Soll ich in die Krypta schauen? Oder erst später dann? Ich werde, glaube ich, die ganzen Kryptas machen. Am Schluss dann, wenn wir schon alles freigespielt haben. Dass die alle Bonus, alle Waffen und sowas. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Thank you.
Patolli ist angeblich eines der ältesten Spiele in Amerika, das von allen gesellschaftlichen Schichten gespielt wurde. Nicht selten setzten die Spieler in einer einzigen Runde all ihre weltlichen Besitztümer, von Decken und kostbaren Steinen über Häuser bis hin zur Freiheit ihrer Familie. Makui Xochitl, der Gott der Kunst und Spiele, galt als aktiver Teilnehmer an diesem Spiel und war dafür verantwortlich, den Gewinner mit Opfergaben zu beschenken. Unglaublich, was sie alles für ein simples Spiel riskiert haben. Manche Dinge ändern sich nie. Ja, manche Dinge ändern sich nie. Da hat sie recht. Ui. Viel los heute. Kukul Khan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Unuratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukul Khan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie nicht äußern. Und du bist, was ist? Sieh's. Schießt, oder lasst mich nicht rein. Dafür habe ich nicht genug Platz. Aber da liegt Grabraum dort. Eine zeremonielle Flöte, die bei Menschenopfern gespielt wurde. Der Klang dieses Instruments in Form eines Totenschädels wurde mit den gequälten Schreien der Sterbenden und Toten verglichen. Es heißt, sein schriller Klang würde den kürzlich Verstorbenen einen Weg in die Unterwelt ebnen. Die Todesflöte kam außerdem als Kriegsinstrument zum Einsatz, dessen Töne unwissende Feinde mit Furcht erfüllen sollten. Aha. Ich mag es Tomb Raider alleine schon wegen der Geschichte. Ja. Zwei haben wir, okay, drei brauchen wir noch. Also drei brauchen wir, eins brauchen wir noch insgesamt. Obwohl wir können ja schnell reisen, siehst. Da ist die Krypta. Ah, vergiss es. Es lohnt sich dabei noch nicht. Wird uns noch, ich sage mal, es fehlt uns sicher noch mehr als die Hälfte von Waffen und Aufrüstungen. Was ist sinnlos? Leder gestohlen. Beinhart. So. Ist das unser letzter Punkt, bitte? Die Beschützer haben versagt und sind jetzt dazu verdammt, das Verlorene zurückzuholen. Hört sich irgendwann wie Italiener. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Was? Sogar Barren habe ich alles voll. Bitte schweig still. Oh, schau. Avant-Gelde. Okay, ich warte schon mal. Avant-Gelde. Das heißt, da oben sollte ein Dokument sein. Dafür habe ich nicht genug Platz.
Genau hinter mir. Jetzt bin ich hinter mir. Hinter dir. So, hinter mir. Weiter. Rechts. Ja, gut, la guana, was? Das gibt's nicht. Da, das, da. Da unten. Noch weiter unten. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wurscht, egal. Wie gesagt, das ist zum Beispiel was, was ich erst später auch holen kann. Paitizianer schlossen untereinander Frieden und folgten Iskayawa nach dessen kürzlichem Aufstieg zum Herrscher zu einem Ort in den Bergen, um dort neu anzufangen. Sie waren überzeugt, sie würden die Fehler ihrer Vorgänger nicht wiederholen. So. Na, du bist ein Penner. Hätte ich das fast stehen lassen. Schau mich an, wie dumm. Itzamna ist der Sohn von Hunabku, dem Schöpfergott der Maya. Als Gott der Bildung war er für die Erfindung der Schrift und Bücher verantwortlich, was ihn zu einem wesentlichen Faktor in der Entwicklung der Maya-Kultur machte. Er war außerdem der Gott der Landwirtschaft. Er schuf den Ackerbau und wachte sogar über die Ärzte, die die Menschen mit Hilfe seiner glühenden Hand heilten. Itzamnas Aussehen ist normalerweise das eines Reptils, aber man kannte ihn auch als Kinichahau, einen Feuerara, der für die Zahl 4 stand und für Dürren und Krankheiten verantwortlich war. Alles interessante Sachen. Ich bin eh so ein Geschichte-Freak. Ich muss das immer hören und immer wissen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wie kommen wir da jetzt am besten durch? Na warte, jetzt bin ich schon wieder da. Mäh. Okay, lass uns bleiben. Zumindest das da. Und das Wandgemälde holen wir uns noch. Wenn wir es kriegen, wenn nicht, ist jetzt auch wurscht. Wie gesagt, wir probieren halt und wenn es nicht geht. Ich muss jetzt nicht mit Zwang. Das schaffen wir alles da. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Upsi. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Die Sumo-Ringer. Ja, Sumo-Ringer. Ja,
Tschüss. Hallo. Entschuldigung. Haben wir das gehört? Willst du eine Geschichte hören, die meine Mutter mir immer erzählte? Lieben gern. Du hast sicher die Becken in der Stadt bemerkt, oder? Weißt du, warum sie existieren? Nein, warum? Einst hatten wir eine sehr eitle Königin. Sie ließ diese Becken ausheben, damit sie stets ihr Spiegelbild sehen konnte, wenn sie durch die Stadt ging. Eines Tages kniete sie an einem der Becken, als ein Fisch auftauchte. Sie wurde sehr wütend. Das Kräuseln des Wassers hatte ihr Spiegelbild zerstört. Als die Königin den Fisch fangen wollte, fiel sie in das Becken und verschwand. Sie verschwand? Auf der Suche nach ihr wurden viele Gänge zwischen den Becken entdeckt. Sie aber blieb verschwunden. Es heißt, die Königin würde noch immer versuchen, den Fisch zu fangen. Danke. Eine interessante Geschichte. Ja. Das ist wirklich interessant. Da oben. Jetzt. Wir sind ja abschießen da. Ja, ich glaube, ich werde wirklich. Ja. Doch. Ich versuche halt noch, ob ich das krieg. Und wenn nicht, dann nicht. Dann gehe ich wirklich zur Hauptquest weiter. Na, wenigstens den. Es war, wie es die Prophezeiung vorhergesagt hatte. Angekündigt von der Feuersäule in der Nacht, der Zerstörung unserer Tempel und der Warnungen der weinenden Frau und des zweiköpfigen Mannes, trafen die fremden Krieger bei Sonnenaufgang auf dem Rücken gewaltiger Hirsche ein. Sie töteten die schwachen Anführer und beanspruchten das Land und seine Bewohner für sich. Ah, okay, da waren wir nicht. Da hätten wir nicht gehen dürfen. Das gibt's ja nicht. Mal Hauptsache, wir kommen da mal raus. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Aber ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht lügen. Wunderschön. Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben, von Unuratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut, keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Handeln. Verkaufen. Wie kann ich da Erz verkaufen? Ich kann den Wiki-Erz verkaufen. Oh ja, da Jahre. Da zum Beispiel Golderz verkaufen. Dieses hätte ich mal wieder. Max. Die Götter sind für uns. Sehr gut. Weißt du, was ich verkaufe? Wahrnehmungspflanzen noch. Bitte sehr. Was können wir kaufen? Tasche.
Sehr gut. Messer-Upgrade. Bitte sehr. Die Götter sind für uns. Bitte sehr. Danke, Ishik. Bitte, Ishik. Was? Ich habe mir gedacht, ich verkaufe das jetzt alles. Dass wir wieder Sachen einsammeln können, weil das ist schon ein bisschen scheiße, oder? Jetzt habe ich das auch gesammelt. Schau. Was ist das? Kultisten. Sie warten darauf, dass ihre Gottheit erscheint. Wenn die Katastrophen beginnen, wird der Gott Kukulkan geopfert, um die Sonne zu erhalten. Sonst kommt das Ende der Welt. Sie opfern einen Gott? Ihn zu opfern ist meine Pflicht. Doch der Führer des Kults will meine Position, um selbst zum Gott zu werden. Er glaubt, wir könnten aus der Welt ein von uns selbst erschaffenes Paradies machen. Die Welt neu erschaffen? Was? Ich hab das schon mal irgendwo gehört. Da ist er! Ich weiß, wer das ist. Das ist Dr. Dominguez. Seht her! Endlich besitzen wir das Werkzeug zur Einheit und Erlösung. In Kürze werden unsere Träume von Frieden und Geborgenheit zur Realität werden. Sie nennen ihn schon jetzt Kukulkan. Aber sein wahrer Name ist Amaru. Er kommt eigentlich von hier, doch wurde von Fremden aufgezogen. Die Menschen hier glauben an ihn. Aber du nicht. Mein verstorbener Mann Sahiri war sein Bruder. Sie hatten verschiedene Ansichten zur Zukunft Paititis. Nach dem Tod Sahiris ist Amaru vollkommen im Kult aufgegangen. Ihr habt bereits den Sturm gesehen. Und ihr befürchtet, dass noch mehr Katastrophen kommen. Ich versichere euch, dass Paititi für immer und ewig überleben und gedeihen wird. Ich kenne Amaru. Wenn ihm wirklich gelingt, was er will, wird niemand, der an ihm gezweifelt hat, sein Paradies sehen. Er wird die Rebellen vernichten. Nicht, wenn sie die Schatulle nicht finden. Ja. Wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden. Vielleicht spürt Amaru noch ein wenig Vernunft und Liebe. Tod allen Verrätern! Sie werden ihre Strafe bekommen! Hakan, hör auf! Wir müssen zuschlagen, solange wir noch können. Die Gerechtigkeit wird am Ende gewinnen. Du darfst die Rebellion nicht für Gefühlsausbrüche riskieren. Ätzli, erkunde die Gegend. Wir treffen uns an der Bergkante. Letzte Warnung. Verschwinde. Folge Ätzli. Deine Kleidung wird dich nicht lange verstecken. Ich kümmere mich um die Schatulle. Versprochen. Du warst gewarnt, friedlich zu bleiben. Ich war lediglich mit meinem Sohn spazieren. Amaru verliert langsam die Geduld. Es kommt nicht wieder vor. Jonah, kannst du reden? Ja, ich bin mit Uchi.
Handschuhe im Lager. Alles bestens. Dominguez ist hier. Er ist der Anführer des Kultes von Kukulkan. Dagegen kämpfen Unuratus Rebellen. Was? Er ist seit Jahren hier. Trinity kontrolliert Paititi. Trinity kontrolliert die Paititi. Wir brauchen die Schatulle vor der nächsten Katastrophe. Meine Frau ist sehr krank. Wie viele andere auch. Eine Krankheit von den Fremden. Ah, da waren wir schon. Jemand sollte was dagegen tun. Und tschüss. Ah, jetzt haben wir eine größere Tasche, ne? Das können wir mehr mitnehmen. Passt. Ich sammle trotzdem schon wieder zu viel. Ich sehe das schon kommen, dass ich wieder zu viel sammle da. Da kann ich es wieder nicht nutzen. Ah ja, haben wir keine mehr. Die Vase. Da ein Krug, meine ich. Ah? Ein Deckel. Ein Topfkrug. Was runtergefallen? Shankashiketz. Was ist das? Hat's gerade gesagt? Das glaube ich da nicht. Doch, so. Du lügst mich an. Nö. Unuratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Aber anscheinend der Einzige. Wo ist meine Mutter? Sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan. Wie ist es? Außerhalb von Paititi. Naja, da gibt es viel. Die Welt ist sehr groß. Größer als Paititi? Größer als 100 Paititis. Was? Bringst du mich dahin? Da hat deine Mutter auch noch etwas mitzureden. Was du suchst, ist dort drin. Woran erkenne ich die richtige Kammer? Am Geruch des Todes. Falls du überlebst, kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden. Wir sehen uns dort. Sei vorsichtig. Der Kult hat Patrouillen. Die werden wir einfach... Ja. Die werden wir einfach abmurksen. Und